Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer Big Frank von Big Frank Gaming und wir schauen uns heute ein neues Spiel an, das bei uns in der Redaktion eingetrudelt ist. Helheim Hassel. Ein kleiner Jump'n'Run, Puzzle, Kombinierspiel. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, also ihr seid genauso mit dabei, wie ich das Spiel auch kennenlerne und ich freue mich drauf, sah nämlich ziemlich ulkig aus. Ja, schauen wir mal, was es uns zu bieten hat. Bin schon gespannt. So, neuen Speicherstand kreieren, ganz klar. Wunderbar. Ah, super. Vollkommen desinteressiert hier. Also wir sind auf jeden Fall tot. Helheim ist ja die Todeswelt in der nordischen Mythologie. Wir machen einfach mal los. Ja, ich hätte jetzt in den Optionen mal schauen sollen. Was ist das? Zwei Arme? Okay. You cannot die from fall damage. You're immortal. Also ihr könnt nicht von Fallschaden sterben. Ihr seid unbesiegbar. Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel auf Deutsch umstellen kann. Das wäre ja ganz cool eigentlich. Ja, kann ja nicht jeder Englisch. So, bevor es losgeht, schauen wir doch einfach mal Subtitles, ja. Subtitle Background, Sprache. Oh. Deutsch, da ist er doch. Ja, wunderbar. Kinomodus. Kinomodus hört sich gut an. Oder? Nein, wir lassen es im Standard erstmal. Bevor wir uns den Kinomodus anschauen, ne? Ganz normal. I'm in the woods. Look at me hiking. I'm looking for something to kill. Okay. Never a moment of peace for a Viking, which I am, and that's Odin's will. And giants are so dumb, I almost can't believe they're real. So ugly and disgusting, what's with that, what is the deal? Ja, dumm gelaufen, ne? Würde ich mal behaupten. Ob die Riesen das lustig fanden? Ich denke nicht. Und tschüss. Ja, das war's dann schon mal für die erste Großschnauze. Was stützt der? Ein Rubik's Cube? What is it this time? Oh, Bjorn, hey Bjorn, what are you doing, dog? Put that thing down. We're going to battle. Hi, Helga. Who are we battling? Ja, super, da würde ich mich auch total freuen. Also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir spielen natürlich auf Nintendo Switch. Ja, ist klar. Okay. Nein, ich glaube, so dumm waren die Wikinger nicht. Okay, wir können hier durch die Gegend laufen. Können uns Sachen angucken. Ah, drücke Minus, um die Quest zu lesen. Gibt's denn hier kein vernünftiges Versteck? Wieder bahnt sich ein blöder Kampf an. Und wie immer werde ich ihn schwänzen. Ich verstecke mich, bis er vorbei ist. Sie werden gar nicht merken, dass ich nicht da bin. Ich muss ein Versteck im Haus finden. Okay. Made this triple hoe while everybody else was out battling. Triple the fun, triple the effort. I was working on this Runix Cube before everyone started battling. Ja, Runenwürfel, Runix Cube, ja, ist klar. So, rein ins Haus. Mein blödes kleines Schwert. Hi, Han. Mom, are you ready for the battle? Ja, blöd gelaufen, ne? Who doesn't?
Good, because remember, all awesome Vikings go to Valhalla, but if you're sick, old, or lame, you're doomed to eternity in Helheim. Yes, I know. Okay, hon. I'm gonna go see if a nice giant wants to slit my throat. See you at the battle. To Valhalla! I can't stay here. She might come back. Quest aktualisiert. Ich sollte mich lieber im Wald verstecken. Okay, kann ich hinten raus? Ja. Guess I'll hide out in the woods until this ridiculous battle blows over. Okay, mit B springen. Hey Björn, the battle is over there, brother. Oh, it is? Okay, good to know. See you in Valhalla, Björn. We will battle together forever, brother. You know it, Astrid. No thanks. So. Oh, was jetzt? Ah, jetzt müssen wir klettern, okay. Ich wurde zermalmt. Ja, super. Hopp. Ja, festhalten und dann darüber. Ich verstehe. Ah, hier können wir uns wieder was angucken. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay. Ja, bloß nicht erwischen lassen beim Schwänzen. Was ist das für ein Vogel? Möchtest du eine Fackel kaufen? Ja, nee, ist klar. Ich hab eh kein Geld. No thanks, Ake. Think I'm good. Aki, was für ein blöder Name. My hiding spot is just over this super sketchy bridge. Ich muss die tückische Brücke des Todes überqueren. Oh, nicht gut. Bumm, ich hab's mir fast gedacht. Oh. Ja, ist klar. Eine Feder. Logisch. Vollkommen klar. Okay. Eieieiei. Ich glaube, das hat dem Bär wehgetan. Ach Menno, bin ich tot? Ja, klar. Oh well. I reached the ripe old age of 14. That's like 15 Viking years. Oh, gross. The impact tore off most of my limbs. Wonder if I can reattach them before I pass on. Two arms and two legs. They should be around here, so I'm kind of disappointed I can't fly as a ghost. Don't think I can go through walls either. Gut, ich muss mich wieder zusammenbauen. This feels so weird. Wie soll ich da oben dran kommen? Kann ich als Geist irgendwie fliegen? Naja, gucken wir erstmal da unten. Werden die Sachen so weit geflogen sein, tatsächlich? Erika Donnermuskel. Na, spring schon da hoch. Ah, darum komme ich da hoch. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht, wie das da oben hinkommt. So, runter, wir sind ja eh unsterblich. Ja, wir haben uns gleich wieder zusammengebaut.
Zack. So, auch das wieder dran bauen. Does nobody die from natural causes anymore? Or the flu? Or a work-related accident? Or some bad Lutefisk? Or an unhealthy diet? Somebody has to slip on the ice. Or getting trampled by a moose. Oh, another one. Name? Björn Hammer Party. Was your soul teleported here? I don't think so. I just died over there. All right. Cause of death? I cowardly fell to my death. Nah, this doesn't seem right. You don't look sick, old, or lame to me. What? I just told you I accidentally fell to my death. That's super lame. Shut up! Says here that you're a brave hero. Now get out of here before he sees me talking to you! Who is he? What the hell is happening? Wird der gekitzelt oder was? It's me, your old father. Odin. Welcome to another episode of Why Was Mutgen Talking with My Soul? I didn't know he was your soul, old father. He approached me. Is that so? Pinky promise? Totally, Allfather. I would pinky promise all over the place. If I had pinkies. I'm sorry, I forgot what I was doing. Was I about to kill you? No. Very well. Noble warrior. You. Oh, you. Was für mein Bären erschlagen. Ja, klar. Top-notch comedy. And you, child, you are eligible to duke it out with me and my bros in Valhalla every single day for eternity. But I... Because I'm the Allfather, and I approve of this message. Don't mess with my soul, or do, and die! Okay. Haben wir doch Glück gehabt. Perfectly Paranormal präsentiert Helheim Hassel. Oder auch nicht. Zack, 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 zack. Viele Monde später stand die Sonne wieder am Himmel. Oh! Das Leben nach dem Tod. Herzlich willkommen. Okay. Letzten Dienstag. Das sieht jetzt weniger aus wie Wikinger. God, where the gosh darn is it? Ouch! Ah, stay away from me, you stupid bush! I'll kill ya! Whoa! Okay. Yeah. Ugh, man, how is this place so gosh darn cold? It ain't even winter yet. Now, where is that stupid gate? Oh, there it is. Hello? Is anybody there? I was sent to pick something up for my boss today. Hey, I think your gate's frozen shut. Yeah, it's klar. Hello? Open up, gosh darn it. It's freezing out here. What? What does that mean? I can't read Norse code. Listen. If I don't bring back that package today, my boss is gonna get real whiny, and... I just told you, I can't read that, you stupid gate! Stop messing with me! I'll rip you apart! Gut, das war vermutlich eine Warnung. Stupid electric Norse gibberish showing pile of trash! I'll kill you! Oh, look. Dead Viking. Den kennen wir doch, oder nicht? Ja, es klingelt. I got an idea.
but I do. Okay, ich glaube, die Idee wird mir nicht gefallen. No, no, no. Ah. Shred of life. How does he do it? Huh. Wake up, you ancient loser. Okay, das ist mal ein sehr kreativer Zauberspruch. Wake up, ancient loser. Where am I? Who are you? Holy gosh darn it, it worked! Are you okay? Can you see me? Wait, of course you can. Duh! Hey man, name's Pesto. Was für ein dämlicher Name. What is happening? Did you just get me out of Valhalla? Are you a skeleton? Listen man, I don't want to go into all the ins and outs of the situation. I'm just trying to go to Viking Hell, and this stupid gate ain't letting me. Just tell me what it says, and I'll send you a gift basket or something. Viking Hell? You mean you're trying to go to Helheim? Heilheim? Jeez, I can barely pronounce it. So, neue Quest. Übersetzer gesucht. Liebes Quest-Tagebuch, seit 1000 Jahren sitze ich nun schon in Valhalla fest. Und jeder Augenblick davon war schrecklich. Doch heute scheine ich Glück zu haben. Ein weibliches Skelett namens Pesto brauchte einen Übersetzer, um die Runen am Tor nach Helheim lesen zu können. Also hat sie mich kurzerhand wiederbelebt. Ich sollte die Runen am Tor nach Helheim übersetzen. Gut, dann tun wir das doch einfach, ne? Klatsch, einfach auf X gedrückt und... Oh, das wurde geändert. Ja. No, they changed the gate. It just says, seriously, dude, just push the skeleton button? Skeleton button? You're pushing my skeleton buttons, you stupid gate! I'll show you! Ist die blöd. I'll see if I can find a skeleton button. I mean, oh, okay. It's better than being in Valhalla. Alright, just hurry up. I'm not really supposed to resurrect. Ich glaube, die Quest brauchen wir jetzt nicht nochmal lesen, oder? Doch, doch. Früher stand man wie blöd davor und ließ sich von einem Steinkopf beschimpfen, aber jetzt muss man einen Skelettknopf drücken, um es zu öffnen. Gut, dann schauen wir doch mal, wo dieser Skelettknopf ist. Hey Pesto! Oh, eine Druckplatte. Did anything happen to the gate? Nope. Let's smash it open with a rock. Ah, gosh darn it! Hold on. I think something opened over here. Yeah. That button opened a hatch to this unnecessarily narrow hole. Well, I ain't going in there. I don't handle narrow spaces very well. I don't think I can fit in there, Pesto. Then what are you good for, you little? Ah! Wow! Wow! What the? Er ist auseinandergefallen, super. What the hell did you do to me, Pesto? How am I still alive? I might have messed up the resurrection spell. Look, it ain't a big deal. Ja, das glaube ich allerdings auch. I'll send you back to, what did you call it? Walhaller? You'll be fine. Great. So I'm just ahead then? Hey, at least now you can fit in that hole, right? That's super. I guess. Jetzt bin ich nur noch ein Kopf. There's like an orange door in here. Can you see if you can find an orange button out there? I ain't a physical being, dummy. Can't push it even if I find it. Fine. I'm coming back. Wait, here's a crazy idea. Can you still move your weird headless body? Drücke L oder R, um das Körperteil zu wechseln. Okay. Das ist strange. I don't think I can jump that high. Give it a try. Bet you can jump higher when your body ain't carrying that big orange head of yours. Yeah, you did it. Okay. I don't know. I wonder if I could reattach my head. Zusammenstecken. Drücke nach oben, um deinen Kopf abzutrennen. Alter, das ist irgendwie krank. You two have fun in there. Blub, Kopf ab. Wieder zusammenbauen. Kopf wieder ab.
Weil dann kann ich nämlich höher springen und komme hier oben drüber, ja. Hey, what are you doing in there? So, den Kopf wieder durch. Und wieder zusammenstecken. Ah, geht wieder nicht. Also muss ich tatsächlich wieder den Kopf abtrennen. Und mit dem Körper einzeln darüber. Ich verstehe. Was ist das? Brief gefunden. Den kann ich hier oben einsehen. Quests, Briefe, Nummer 42. Willkommen, 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 du krasser Rock'n'Roller. Yeah, yeah. Lass mich raten, du bist auf dem Weg nach Helheim und einem verstorbenen Liebsten und oder Verwandten vor einem langweiligen Nachleben zu bewahren. Tja, in Helheim geht's nur um Spaß, Baby. Vermutlich hast du Fragen. Warum ist dieser Ort voll toll? Sollte Helheim nicht so langweilig wie eine R&B-Playlist sein? Wo ist all die gefrorene Lava? Die Antwort lautet, wir renovieren Helheim, Baby. Angefangen mit dieser spektakulären Höhle voller Überraschungen. Oh yeah. Und das ist nur der Anfang. Wenn du in Helheim Stadt ankommst, wirst du sehen, dass Helheim dank der RFAM ein toller und schöner Ort ist. Du brauchst deinen Liebsten und oder Verwandten also gar nicht zu retten. Aber überzeug dich selbst, komm rein und sieh dich um. Ein paar meiner Nachrichten habe ich so gut versteckt, dass man kaum rankommt, damit du noch mehr Spaß hast. Ich liebe es, Nachrichten zu verstecken. Rock'n'Roll. Gezeichnet B. Okay, wer ist B? Okay, hier komme ich, glaube ich, jetzt nicht wirklich weiter. Es sei denn, ich habe meinen Kopf. Ach, da muss ich bestimmt mit dem Kopf darüber rollen auf den Schalter. Nein, das kann ich nicht. Wie soll das dann gehen? Ah, doch, ich komme da ganz knapp dran sogar. Hey, Pesto! There's a skeleton in here. And just because I'm a skeleton, I'm supposed to care? Check your privilege, bro. Ah, das Skelett bringt uns nichts. Okay. Verstehe. Hey, remember how you can jump higher without your head? I feel like that's really important somehow. Kopf weg. Und zack. Und zack, ja. Das klappt auf jeden Fall. Ah, da braucht man ein bisschen vermutlich Gefummel, um da dran zu kommen. Ganz so einfach ist das nicht. Zack. Und jetzt den Kopf wiederholen. Oh, der Kopf alleine springt aber nicht sehr hoch. Zusammenstecken, hier wieder rum. Klatsch und den Kopf wieder ab, um hier durchzukommen. Das bringt mir jetzt aber irgendwie gerade gar nichts. Okay. Jetzt muss ich den Körper wiederholen. Okay. Ah, bestimmt. Nee. Bestimmt nicht. Doch. Ich glaube, ich habe die Lösung hier rüber. Mit dem Kopf. Und dann mit dem Körper da oben über die Kletterpassage rüber. Zack, zack. Ja, genau so. Dann kann ich nämlich hier meinen Kopf wiederholen und dann komplett rüber klettern. Genau. Okay, ein bisschen nachdenken ist also wichtig hier. That's it. I'm gonna freeze to death out here. I'll be known as Pesto, the first immortal who froze to death. Yes. So. Finally. Ah, look. The skeleton button was on top of this hill all along. Super. Und die ist da ganz alleine hingekommen. Na ja. Björn Hammer Party. Björn? Huh, weird name. Anyway, thanks for the help, little man. Better kill you now before Wallhauler starts looking for you.
Wait. What? Just let me see it. I've always wanted to see Helheim. I think I've earned it after all that spelunking. All right, one quick look. But you can forget about that gift basket. So, und bevor wir nun zusammen nach Helheim gehen, ist diese Folge auch zu Ende. I got eyes on one of them. She's way up north together with some kid. And they're walking through like a huge gate. I'll need to get closer to get a shot. Roger. Red Eye and me are following one into a shady street. We want to just in case things go sideways. Hold on. There's something else over there. What the hell is that? You're wearing the goggles. You'll see crazy nonsense everywhere. Just focus on the target. Oh, holy crap! What else? Just killing people! We gotta go! Back down out! Katzenkaffee in. Okay. Diese Arme. Aber bevor wir an dieser Stelle fortfahren, ist jetzt die Folge tatsächlich zu Ende. Ich danke euch fürs Dabeisein und natürlich dürft ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Däumchen hoch, Däumchen runter. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen und mir natürlich auch sehr beim Kanalaufbau helfen. Hinterlasst eure Meinung zu dem Spiel doch einfach mal im Kommentarfeld. Ja, würde mich echt freuen. Ja, und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Let's Play Helheim Hassel auf der Nintendo Switch wieder dabei seid. Ich bin für diesmal raus, euer Big Frank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.